Tja, es regnet. Das wirft uns ein wenig im Zeitplan zurück. Wir sind ja gerade dabei, der Dilly Dally ein neues Unterkleid zu verpassen. Und da war die Überlegung, wieder normales Anti-Fouling oder Coppercoat. Und Coppercoat ist ja so ein bisschen was, was sehr die Segelgemeinschaft eigentlich spaltet. Die einen schwören drauf, die anderen sagen, boah, viel zu kompliziert, hält auch nicht so lang, wie es versprochen wird, nämlich 10 Jahre. Man liest sehr viele schlechte Bewertungen eigentlich im Internet, einige aber auch sehr gute. Von daher war für mich die Überlegung, gönne ich mir den Luxus, diesen doch recht teuren Bootsanstrich auf Kupferbasis eben zu benutzen mit oder in der Hoffnung, dass ich dann dieses ewige Schrubben unter Wasser schnorcheln, die Muscheln abkratzen, mir die nächsten Jahre ein wenig sparen kann und vor allem das wahnsinnig teure Kranen, weil ich zahle hier gerade ungefähr mal 700 Euro pro einmal Kranen. Das ist auf Dauer relativ teuer. Anti-Fouling, ein ganzer Satz, wenn man überlegt, den ich wenigstens alle 2 Jahre auftun müsste, kostet bestimmt auch 400, 450 Euro. Coppercoat ist erstmal ungefähr 3-mal so teuer. Der Arbeitsaufwand ist immens größer und man muss eben sehr, sehr gut vorarbeiten. Da ist halt die Frage, kann ich das, will ich das oder ist es mir es wert, eben zu bezahlen? Und vor allem, man kann eben, man muss zwar auch, ist nicht so, man schmiert es drauf und hat dann 10 Jahre komplette Ruhe. Man muss auch alle 2 Jahre, 3 Jahre vielleicht diese Kupferschicht aktivieren. Das kann man aber sogar, während das Boot im Wasser ist, indem man halt mit einem leichten Schmirgelpapier mit einem 240er dann tauchend den Schleim, der sich auch dort bildet, von Algen und allem Zeugs, was so im Wasser rumschwimmt, entfernen und eben so ganz leicht anschleifen, damit das Kupfer wieder aktiviert wird. Also für eine Größe meines Bootes, 12,70 Meter lang, 4,7 Meter breit, also ist eine Moody 425, brauche ich 12 Liter. Das hat der Distributor errechnet. Da gibt es so ganz bestimmte Rechenmodelle, wie man das eben ausrechnet, wie viel man denn braucht, richtet sich eben auch nach der Kielform beispielsweise. So, ich habe also 12 Liter, also 12 Packungen und die kosten summa summarum ungefähr oder etwas über 1300 Euro, also 1300 Euro. Und so sieht das gute Zeugs dann aus. Wenn man das mal schaut, das sind jetzt diese Packungen. Ein Liter, wie sie es mal sagen, oder ein Package setzt sich zusammen aus, wie man unschwer erkennen kann, einem Pack A. Dann gibt es das Pack B. Und dann jeweils dazu eine Packung Kupfer. So, und diese drei Komponenten mischt man dann zusammen, muss sie sehr gut vermengen. Und dann muss man sie wieder dann eben sehr dünn und sehr schnell auftragen. Wie das Auftragen genau läuft, sehen wir am Ende erst morgen, weil heute regnet es sehr stark, ist obendrein sehr starker Wind, gewittert hin und wieder. Und man muss diese Schichten sehr dünn auftragen und sie müssen nass in nass gestrichen werden. Von daher müssen wir das in einem Tag quasi durchziehen. 4-5 Schichten Minimum müssen drauf und dann sollte es mindestens 48 Stunden nicht regnen. Weil wir haben auch im Vorfeld mal so einen kleinen Gang hier über das Trockendock gemacht, über den Hartplatz und mal geschaut, welche Boote haben Coppercoat, haben auch einige gefunden. Und da sieht man doch, dass die Ergebnisse unterschiedlich sind. Und da kann ich das ja gleich euch auch mal zeigen, mal mitnehmen, wo es da Schwachstellen gibt und wo es aber auch sehr gut ist. Ja, genau, das haben wir, wenn man auf
war das nicht. Ah, nee, doch hier oben mit der. Wenn es ja abgegangen ist. Gut, also es löst sich dann von dem Kupfer wahrscheinlich, aber. So sieht es so aus. Jetzt ein bisschen mehr noch drauf. Ja. Ja, sind irgendwie. Die haben sie auch komplett mitgestrichen, ne? Oder? Was ja ein völliger Schwachsinn wäre, ne? Ja. Ein Blick eigentlich relativ gut. Ja. Wenn man. Super. Nur wenn, ja, aber wenn man dann doch näher, hat man doch diesen ganzen kleinen feinen Bewuchs hier, ne? Das einerseits. Der Rumpf super. Aber der Kiel. Und da sind die Higgins. Wo ist denn Higgins, euer Herrchen? Ja, genau, das ist aber was da schiefgelaufen sein kann, auch keine, nicht, keine Grundierung. Oder eine falsche Grundierung oder keine Ahnung was. Ja, die haben das direkt auf den Gelcoat, das siehst du, der ist nicht mal angeschliffen. Ja. Okay. Hochglänzend sozusagen. Und da kommt wahrscheinlich auch Epoxy an seine Grenzen. Und das sieht aus, als wenn er. Nee, das ist Antifouling drauf, oder was? Aber anschließend drauf geschmiert. Ah, okay. Das ist auf dem Kappa-Coat. Das ist auch eine interessante Variante. Aber das ist, der ist komplett hier oben, siehst du, richtig glänzen. Ja. Ah, ja, und hier oben. Ja, auch alles ganz, ja, es ist sehr. Ja. Also glatt sollte sein, aber so glatt dann doch nicht. Genau. Ja. Und normalerweise macht das nicht das Werk selber, sondern dann tatsächlich der Importeur oder der, der das Ding ausliefert. Okay. Weil bei Bavaria, das ist ja das Konzept, die liefern ab Werk immer das gleiche Boot und wenn du irgendeine Ausstattung haben willst, dann macht das der Importeur. Und das macht, glaube ich, auch der Kapitän. Vorbereitung beim Kappa-Coat ist das A und O. Wer dabei schlammt, hat schon verloren. Volcan benutzt dazu zunächst ein 24er Schleifpapier, um erstmal die groben Schichten runterzuholen. Später geht er über das ganze Boot noch einmal mit einem 80er Schleifpapier. Das Gute ist, wenn das Boot einmal alle alte Farbe losgeworden ist, kann man sehr gut den Rumpf überprüfen. Gibt es Osmose? Gibt es irgendwelche Schwachstellen? Zum Glück war das alles nicht der Fall. Am Kiel fanden wir ein paar Roststellen, die abgeklopft wurden. Dann wurde der Kiel neu verspachtelt und anschließend geprimert. Das Ruderblatt war etwas feucht. Über eine kleine Macke war Wasser eingedrungen. Vorsichtshalber bohrten wir das Blatt an, um zu schauen, wie tief das Wasser eingedrungen war oder ob es nicht vielleicht doch oben von den Scharnieren hineingelaufen ist. Aber auch da gab es Entwarnung. Das abgeschliffene Antifouling füllte einen ganzen Eimer und eine Wanne. Eine wirkliche Drecksarbeit. Dafür ist der Rumpf strahlend weiß. Zuletzt wird noch einmal der Rumpf mit feinem Schleifpapier aufbereitet, um jede kleine Macke zu entfernen. Und dann ist es geschafft. Nach 2 Tagen Vorarbeit. Pause! Oh. Nach 2 Tagen Dauerregen sagt der Wetterbericht endlich wieder Sonne voraus.
zumindest für die nächsten 48 Stunden. Frühmorgens beginnen wir mit den Vorbereitungen. Wir befreien den Rumpf noch einmal vom Staub, kleben die Seeventile ab und bereiten den Coppercoat vor. 5 Minuten vor 12. Von jetzt an muss alles laufen. Wir mischen den Härter mit dem Harz und fügen dann das Kupfer hinzu. Jetzt haben wir ungefähr 45 Minuten Zeit, die erste Schicht aufzutragen. 5 Schichten sollen es am Ende sein. Das Problem ist, Coppercoat muss nass in nass gestrichen werden. Allerdings darf er auch nicht zu nass sein, sonst entfernt man die alte Schicht wieder. Jeder Anstrich muss genau getimed sein. Ein häufiger Fehler ist es wohl, dass man die erste Schicht gleich zu dick aufträgt. Für eine Person ist es nahezu unmöglich, in den ersten 45 Minuten einmal den ganzen Rumpf zu streichen. Er wollte, dass wir Windschutz haben. Ja, es ist sehr windig hier. Umso mehr freue ich mich, dass viele Freunde mir dabei helfen. Und wie immer, wenn irgendwo gearbeitet wird, sind die Schaulustigen so, nicht fern. Noch mehr Zuschauer. Hallo, guten Tag, guten Morgen. Ein Team kümmert sich dabei um das Gemisch. Es muss ständig in Bewegung gehalten werden, weil sich sonst das Kupfer absetzt. Wichtig ist auch, dass der neue Coppercoat rechtzeitig angesetzt wird. Ansonsten trocknen die alten Schichten aus. Nach dem ersten Anstrich schaut überall noch der Gelcoat durch. Auch nach dem zweiten Anstrich sieht es nicht viel anders aus. Erst bei der dritten Schicht deckt das Coppercoat und ab der vierten sieht es perfekt aus. Auch wenn es am Vortag teilweise sehr hektisch bei uns zuging, bin ich mit dem Ergebnis mehr als zufrieden. Doch noch ist die Arbeit nicht erledigt. Wir haben noch ein paar Stellen und die müssen bearbeitet werden. Leider führt kein Weg dran vorbei, dass wir das Boot noch einmal mit dem Kran umsetzen müssen. Anders kommen wir an die Stellen der Stützpfeiler nicht ran. Und vor allem nicht an die unter dem Kiel. Die Stellen erst kurz vor dem Zuwasserlassen zu streichen, klappt bei Coppercoat leider nicht. Denn auch hier bedarf es 4 bis 5 Schichten. Hinzu kommt die Trocknungszeit von mindestens 48 Stunden. Erst dann kann der Coppercoat aktiviert werden. Und das tut man, indem man ihn anschleift. Mit feinem Schmirgelpapier. Der allerletzte Arbeitsschritt folgt dann, wenn das Boot bereits wieder am Kran hängt. Die von den Stützen verdeckten Stellen müssen jetzt aktiviert werden. Und dann kann das Boot endlich wieder ins Wasser. Jens, alles dicht? Nach knapp 3 Wochen an Land ist die Dilly Dally wieder im Wasser. Jetzt muss ich zeigen, ob der Coppercoat hält, was er verspricht. Denn dann wird der Kran mich so schnell nicht wiedersehen. Hoffentlich erst in 10 Jahren. Thank you.